Hi, ich bin Olli und ich habe meine Wärmepumpe hier in dieser Gartenhütte drin. Und da habe ich viele, viele Fragen und Zuschriften bekommen und aus diesem Grund möchte ich heute etwas näher in diesem Video darauf eingehen, ist das eigentlich wahnsinnig, eine Wärmepumpe in einer Hütte unterzubringen? Zunächst einmal die Frage, was sind eigentlich die Vorteile, wenn man seine Wärmepumpe in einer Gartenhütte unterbringt? Nun, Nummer eins natürlich, es ist deutlich leiser. Ich habe hier ein Fenster, das ist bei mir eigentlich ständig gekippt und eigentlich Geräusche höre ich jetzt nur noch aus dem Fenster raus, also es ist wesentlich gedämpfter und deutlich leiser. Nun, Nummer zwei, ich erhoffe mir dadurch, wenn meine Wärmepumpe in einer Gartenhütte ist, dadurch, dass sie nicht so viel Feuchte sieht, und auch keine feuchte oder Regenluft ansaugt, dass sie einfach länger hält. Und zum Dritten, gerade im Frühjahr oder im Herbst, wenn noch nicht so schönes Wetter ist und ihr nehmt eure Technik in Betrieb, dann ist es natürlich viel angenehmer, ihr seid im Trockenen in der Hütte drin. Schauen wir uns jetzt zunächst noch einmal die Einbausituation zusammen an. Aber ist das nicht eigentlich wahnsinnig, eine Wärmepumpe in eine Hütte reinzubauen? Schauen wir mal in die Betriebsanleitung rein, was da so drin steht. Zunächst einmal, welche Wärmepumpe habe ich? Ich habe also von Brilix diese XH-PFD-100 mit 9 Kilowatt Heizleistung. Und wenn wir jetzt weiterblättern, dann sehen wir, ja, diese Wärmepumpe, die muss ringsherum genug Platz haben, ja, damit die richtig funktioniert. Aber warum habe ich sie dennoch in die Hütte gebaut, beziehungsweise warum scheint das bei mir gut zu funktionieren? So, schauen wir mal in die Gartenhütte hinein. Und da seht ihr, meine Wärmepumpe, die sitzt also relativ dicht an der Wand. Ich habe sie im Augenblick auch dafür benutzt, die Chemie noch oben drauf zu stellen. Und hier ist meine Sandfilteranlage. Schauen wir jetzt erstmal an, wie das Ganze von der Rückwand aussieht. Ja, dann gehen wir mal außen hinter die Gartenhütte und schauen uns mal die Einbausituation an. Also ihr seht, hier ist der Auslass für die Luft. Das ist mindestens so groß, wie eben der Ventilator ist, eher noch ein bisschen größer. Ich habe dann hier ein Insektenschutzgitter hingemacht, dass keine Spinnen oder ähnliches hineinkrabbeln können oder auch keine Mäuse und so weiter. Und hier oben drüber seht ihr nochmal eine Regenrinne sozusagen. Das ist einfach ein Fenstersims, den ich hier aus Aluminium drüber gemacht habe. So kann ich sicherstellen, dass hier wirklich kein Regen reinkommt. Wichtig ist einfach, dass die Luft hier richtig gut abströmen kann, dass da also keine Hindernisse in der Nähe sich befinden. Ja, worauf kommt es jetzt also eigentlich noch drauf an? Was wir gerade eben schon gesagt haben, nach außen hin muss die Luft sehr, sehr gut abströmen. Aber auch hier innen natürlich muss es gewährleistet sein, dass die Wärmepumpe überall da, wo sie Luft ansaugt, also hier in dem Bereich und in dem Bereich, dass sie da wirklich gut Luft bekommt. Ja, dafür ist es notwendig, dass ihr mindestens so ein Fenster habt, was gekippt ist. Am besten noch, ihr macht einen Ausschnitt in die Gartenhütte rein, sodass da wirklich immer ausreichend Luft einströmen kann. Was ich gemacht habe noch, ist, ich habe hier mit XPS-Platten ringsrum den Austritt abgedichtet, sodass die Luft wirklich nur nach außen bläst, diese kühle, runtergekühlte Luft, und sich nicht wieder hier zurückwirbelt, quasi in den Einzug. So ist also wirklich gewährleistet, dass immer frische, warme Luft nachkommt. Ich denke, das ist sehr, sehr sinnvoll und effektiv. Was kann passieren, wenn ihr das nicht gewährleistet, dass genug Luft nachkommen kann und die Luft auch richtig gut abströmen kann? Dann kann eure Wärmepumpe vereisen und geht dann natürlich auch schneller kaputt. Worauf ihr auch achten solltet, ja, wenn ihr die Luftzufuhr gewährleistet, dass nicht aus irgendeinem Grund die Luftzufuhr irgendwie zugehen kann und es ein Unterdruck entsteht in der Gartenhütte. Zum einen natürlich geht dann eure Wärmepumpe kaputt, zum anderen könnte das eventuell auch gefährlich werden, wenn hier ein Unterdruck ist und jemand befindet sich in der Gartenhütte, vielleicht Kinder. Außer da achte drauf, dass es immer gewährleistet ist, dass genug Luft nachströmen kann. Solltet ihr euch mal informieren wollen über meine Wärmepumpe von Brilix, beziehungsweise über den Nachfolger, dann findet ihr unten einen Link entsprechend in der Beschreibung. So, aber wie laut ist denn jetzt eigentlich die Wärmepumpe? Nun, wie gesagt, meine Geräusche kommen primär hier aus diesem Fenster raus. Und jetzt zeige ich euch mal in einem Meter Abstand,
wie viel Dezibel da rauskommen. Aber jetzt zunächst erstmal nur durch die Umwälzpumpe. Die Wärmepumpe ist jetzt noch ausgeschaltet. Gut, wir sind jetzt also hier vor dem Fenster bei 32 Dezibel. Das entspricht Flüstern, also man hört etwas. Aber sobald man etwas weiter weggeht wie ein Meter, hört man die Umwälzpumpe so gut wie nicht mehr. Jetzt mache ich mal die Wärmepumpe dazu an und wir gucken wieder, wie laut das ist. So, die Wärmepumpe ist jetzt angesprungen. Das heißt, zunächst springt der Ventilator an und etwas später der Kompressor. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Dezibel die jetzt hier abgibt. Ja, das sind jetzt ungefähr 37 Dezibel, also es ist kaum lauter geworden. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Umgebungsgeräusche, wie die Vögel und so weiter, hier natürlich auch einen entsprechenden Einfluss haben auf diese Messung. Jetzt gehen wir nochmal hinter die Hütte und messen mal, was da so an Geräusch rauskommt, wo die Luft abgeströmt wird. So, ich stehe jetzt wieder ungefähr in einem Meter Abstand davor. Ich denke, ihr hört, dass es etwas lauter ist. Man merkt auch den Luftzug. Jetzt messen wir mal die Dezibel. Also das sind ungefähr 48 Dezibel, wie eine ruhige Straße. Also ihr merkt, es ist hier lauter am Auslass und der Kompressor, der jetzt in der Hütte ist, der gibt kaum noch jetzt Geräusche ab. Das ist also sehr, sehr angenehm in Richtung des Pools. Die Pumpe läuft jetzt das dritte Jahr, die dritte Saison und das wirklich 100% zuverlässig. Ich habe keinerlei Wirkungsgradverlust, die ich irgendwie merken kann. Meine Wärmepumpe vereist nicht. Also wenn ihr auf diese Dinge achtet, glaube ich, dass ihr relativ sicher gehen könnt, dass eure Wärmepumpe auch gut funktioniert. Aber wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr auch diese Erfahrung gemacht habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare rein. Das ist für uns alle wichtig, dass wir voneinander lernen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pool. Macht's gut. Ciao.